gerade mal so schön dabei sind, ne? Möchte ich jetzt auch endlich mal, ich habe wirklich lange gewartet, aber von euch macht es ja niemand, ne? Dieses Edward Leeds Galen Experiment mal auf Deutsch machen. Im Englischen findet ihr einen Haufen Videos drüber, aber auf Deutsch habe ich bisher noch nichts so richtig gefunden. Ich verstehe es nicht so richtig. Okay, im Grunde total simpel. Ihr braucht einen U-Eisenkern, muss aber richtiges massives Eisen sein. Also irgendwas mit Blechpaketen wird nichts, ne? Also richtiges massives Eisen oder einfach ein Stahl rundbiegen, auf was ich alles für Videos gesehen habe. Ja, dann einfach ein Stück Draht, ne? So. Und mal gucken, ein paar Windungen reichen, ne? Ich habe mir jetzt 8 Windungen habe ich mir jetzt rausgesucht. Ihr könnt mehr Windungen machen. Mit ein bisschen weniger könnt vielleicht auch gehen, aber ich glaube so 8 ist das maximale oder minimale, was man drauf machen sollte, so rum besser gesagt. So, also 1 haben wir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, und dann die andere Seite einfach andersrum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, gut. Die kann man ein bisschen zusammentüdeln. Gleichmäßig abschneiden. Ja, gut. So. Ein Ende abisolieren. Das hat mal besser funktioniert. Verstopft. Jawohl, so hier sollte sie funktionieren. Gut. Und dann nehmen wir sie. Ihr seht, momentan tut sich noch gar nichts. Ne? So. Dann lassen wir den Kern mal drauf und dann gehen wir einfach mal, nur ganz kurz übrigens, ne? Ein Plus und Minus. Komm her. Aha, kurz geblitzt, ne? Na, gucke da. Und ich glaube, ja, das kann ich jetzt ein paar Jahre irgendwo hinlegen, ne? Mal richtig abziehen. Ach, ja, brauchen wir schon ganz schön Kraft und jetzt ein bisschen nachmagnetisch ist es sogar noch. Sogar ein kleines bisschen nachmagnetisch. Schon echt hammerhart. Wird erst wieder richtig vorne kurz schließen. Gut. Ja, das ist eigentlich alles. Die Diskussionen darüber werden immer noch geführt. Der wahre Grund, wieso, weshalb. Es gibt da so Monopolerklärungen und naja, da kann jetzt jeder so seinen Senf dazugeben, was er dazu meint, warum, wieso, weshalb das so ist. Wir können es gerne auch nochmal machen. So. Gut. Und rennt. Jawohl. Richtig fest. Ha. Ja, das ist alles. Oh, ach du Sau. Boah. Da war richtig fest. Echt krass. Wo kommt die Kraft her?